Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Miscreated, Leute. Mein Name ist Luzi und ihr seht es, ich habe ein Fahrrad gefunden. Das lag da einfach so rum, habe ich mal mitgenommen, bin ein bisschen rumgefahren und bin jetzt hier in irgendeiner Stadt gelandet. Ich weiß nicht genau, welche das ist, ehrlich gesagt, da die Schilder mich ein bisschen verwirrt haben. Aber ich glaube, es müsste Brightmoor sein. Ich bin mir nicht sicher. Es steht hier was drauf vielleicht. Nein, es ist einfach eine Stadt, die es nicht gibt, okay? Ja gut, dann dann schauen wir mal rein und sterben. Nein, wir gucken uns natürlich diese Stadt an. Das sieht mir nach. Was ist denn das für eine Stadt hier? Das muss doch irgendwo draufstehen, oder nicht? Oh mein Gott. Okay, ich habe schon mal Zombies gehört. Aber es war nicht auf mich arg, oder? Na gut, na gut, na gut. Gehen wir mal rein. Uiuiui. Alter, was. Oh, cool. Müssen wir erstmal reingucken gehen. Boah, wie geil, ey. Ja, guck mal, Öl, Mann. Gut, wir haben keinen Platz mehr. Das brauchen wir eh nicht. Was ist das? Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Und das Hemd eigentlich auch nicht. Aber das Öl ist ganz gut. Das nehme ich mal mit. Öl ist immer gut. Öl machen Leute. Nee. Irgendwie so ging der Spruch, ne? Dann können wir beim nächsten Mal natürlich so ein Schiff betanken. So ein Boot. Natürlich fehlt uns noch ein bisschen Benzin, aber das ist ja. Ach, cool. Eine kleine Bottle. Eine kleine Flasche gefunden, ne? Auch schön. Oh, wie es scheint, gibt es hier echt viel Stuff. In der Stadt. Das freut mich. Und ein Helm. Den ich mir auch anziehen werde, denn wir haben da ein bisschen Schutz dann. Und sehen auch ein bisschen gefährlicher aus. Als Abschreckung einfach nur. Für womögliche Gegner, ja. Okay. Es wundert mich echt, dass ich noch keinen gesehen habe. Ohne Scheiß. Kommt mir fast so vor, als campt die echt tatsächlich alle am Airfield, ey. Obwohl die Stadt hier so geil ist, Mann. Ich finde die echt cool. Boah, ich finde die echt genial gemacht, die Stadt. Ist mal ohne Scheiß. Sieht ja echt Hammer aus. Ich glaube, man kann hier überall rein, ne? Kann man hier überall rein? Ich denke schon. Ja, wohl. Vielleicht auch nicht. Müsste ich halt testen, aber ich mach's gerade nicht, da ich mich erst ein bisschen umgucken will hier. Keine Seele weit und breit, ey, ist ja krass. Wo gammeln denn die ganzen Leute rum? Oder war ein Licht? Achso, nee, ist von der Baustelle. Oh Mann, oh Mann. Hier leuchtet es alles. Hier leuchtet es ein bisschen stark. Was? Oh, ein Zombie. Und wir hängen fest. Das ist natürlich kein guter Zeitpunkt. Kein guter Zeitpunkt. Komm, gib Gummi! Oh! Alter! Wenn man die Spannung nicht findet, muss man sie eben selber suchen hier, die Scheiße. Hammer hat, ey. Von hier kamen wir, oder? Nee, von hier kamen wir nicht. Ja, gut. Hier gibt es eigentlich auch nicht so großartig was. Aber ich glaube, wenn wir der Straße hier weiter folgen, kommen wir zum Airfield. Und vielleicht machen wir das die Folge mal. Ja. Tja, 4 Folgen schon miscreated. Kann ich dazu schon was sagen zum Game? Also ich finde die Stadt gerade echt genial, ne? Muss ich sagen. Die Stadt ist echt genial. Sieht geil aus, hat ein bisschen Atmosphäre. Aber was mich halt irgendwie jetzt gerade mittlerweile stört, ist, dass sie halt echt keine Spieler finden. Ich meine, das kann es ja nicht sein, oder? Also ein bisschen Spielerkontakt hätte ich dann schon noch gerne. Ja,
Müsste man halt, wie gesagt, mal ans Airfield gehen. Nur leider weiß ich nicht genau, ob das hier der richtige Weg ist, denn die Schilder sind irgendwie komisch gewesen vorhin. Da stand nämlich nie was über Brightmoor oder so. Downtown, ja schön für dich. Downtown steht hier nicht drauf, Junge. Ja, Downtown, schön, ja, Downtown, ja, Glückwunsch. Alles klar, Downtown, schön, Downtown. Ist natürlich nicht alles ausgeschildert, wie es aussieht. Aber ja, ärgere mich ein bisschen, dass wir echt so wenig Spielerkontakt haben. Weil der Server ist voll. Ich habe nochmal nachgeguckt, der Server ist echt voll eigentlich. Und da dürfen wir doch mal den einen oder anderen Spieler mal ein bisschen, ja, antreffen. Und vielleicht mal ein bisschen mit ihm reden oder so, weißt du? Ein bisschen mal Interaktionen, ja, mit anderen Überlebenden. Ja. Oh fuck, ich wurde getroffen. Von irgendwas. Und ich weiß nicht von was. Hä? Was ist das denn? Wieso bluten wir denn jetzt? Okay. Woodhaven Sultan ist da wieder. Wenn wir rechts gehen. Ach, und da kommt erst Brightmoor. Was war das denn für eine Stadt gerade? Brightmoor kommt erst noch. Was war das denn aber gerade? Das check ich jetzt nicht. Ach so. Nee, check ich jetzt nicht. Also, wenn es jemand weiß, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Vor allem, wieso habe ich Schaden bekommen gerade? Es war, glaube ich, ein bisschen ein komischer Bug. Ein kleiner Bug am Rande dieses Spiels, aber es macht ja nichts, wir leben ja noch. In anderen Spielen wären wir wahrscheinlich jetzt gestorben. Ja, cool, aber dann ist das ja Downtown. Wahrscheinlich Downtown, na gut, wahrscheinlich war das Brightmoor. Ne, warte mal, das war, warte mal, das war Pin. Ich habe keine Ahnung, ohne Scheiß, ich habe echt keinen Plan. Vielleicht bekommen wir Gewissheit auf den Schildern da vorne. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Fahrrad einen Platten hat. Er ist voll langsam. Oder ist das normal? Weiß nicht. Wenn ich Fahrrad fahre, dann ist es ein bisschen schneller. Obwohl das schon lange her ist, aber. Downtown. Das steht nichts. Das ist da und einfach Downtown. Okay. Ja, schön für dich. Alles klar. Steht jetzt so leider nicht auf der Map. Ja, aber kann man machen wahrscheinlich, ne? So, hier endet die Straße oder was? Ne, es ist nur ein Renderfehler, verstehe. Dachte schon, hier endet der Weg, aber ich glaube, wir sollten jetzt mal gleich in Brightmoor dann ankommen. Links von uns sollte aber dann auch Wasser sein. Ist das der Fall überhaupt? Ja, ich höre das Wasser. Ja, links davon ist Wasser. Dann sind wir wenigstens mal auf der richtigen Spur. Immerhin schon mal etwas. Ja, die Frage ist, was machen wir in Brightmoor? Die Frage ist, was machen wir in Brightmoor? Also, loot-technisch brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Essen, Trinken, klar. Und endlich mal vielleicht eine Waffe. Eine verflixte Waffe mal. Damit wir uns wenigstens ein bisschen wehren können. Das wäre so mein Ziel noch. Aber ob das was wird, das erfahren wir natürlich nur im Laufe des, ja, des Let's Plays, ne? Mit euch am Start natürlich. Ich habe euch natürlich mitgenommen hier einfach mal in diese Welt. Einfach mal entführt. Tut mir leid. Okay, hier kommt Brightmoor. Rechts kommt Pinzerst. Vielleicht waren wir doch ganz woanders, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier rechts gehe, kommt da Pinzerest oder was? Wo war ich denn? Wo um Himmels Willen war ich denn?
Das ist echt krass, ey. Bin noch total der Map-Noob hier. Der miscreated Mega-Boon. Aber zum Glück habe ich euch dafür, ne? Die ganzen Pros hier in den Kommentaren wahrscheinlich schon richtig hart am Upflame. So, ey, Luzi, Mann, ey, hör auf, deinstalliere die Scheiße, du bist voll schlecht. Ja, wartet ab, Mann, wartet ab. ESL kommt, ja. 2, 3 Wochen ESL kommt, safe, Mann. Wahrscheinlich kann man auch schnell mit dem Fahrrad fahren, aber ich weiß nicht wie. Obwohl, der macht auch gar keine Animation, ne? Es ist ein elektrisches Fahrrad. Habe ich vielleicht Stromstöße bekommen vorhin? Und darum Schaden erhalten oder was? Ich weiß es nicht, Leute. Es sind so viele Rätsel hier, die man noch entdecken muss. Ich für meinen Teil freue mich, das mit euch zu entdecken. Und es auch einfach mal richtig entspannt hier durch die Lande zu ziehen. Und einfach mal nicht dauer angespannt zu sein. Einfach mal ein bisschen die Landschaft genießen auch, ja? Eine Zombie-Apokalypse genießen, wenn man die überhaupt genießen kann. Soweit es geht zumindest. Ist doch immerhin etwas von diesem schrecklichen Leben, was man da dann jetzt quasi leben muss, ja? Also, einfach mal auch genießen, Leute. Einfach genießen. Ja, einfach mal auf einwirken lassen auch, ja? So, links ist Clyde Hill. Okay. Und vor mir ist Brightwood, oder was? Nee, Brightmoor. Please, come on, Brightmoor. Is this Brightmoor? Give me the Brightmoor Beat. Brightmoor Beat. Ja, sieht nicht so aus. Müsste der Straße wahrscheinlich weiter folgen. Meine Hauptstraße kommt ja irgendwann mal an, oder? Zu einer Hauptstadt. Wobei ich mich immer noch frage, wo ich vorhin war. War das Sultan, die Stadt? Das kann aber nicht sein. Denn wir waren ja in Woodhaven vorhin, ne? Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz, die Map. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Wahrscheinlich habe ich vollkommen eine falsche Map ausgesucht. Wahrscheinlich eine Fake Map. Okay, was haben wir hier Schönes? Ein Urwald, alles klar. Und vor uns auch wieder mal lange nichts. Oh. What the fuck? Wölfe? Sind doch jetzt ernsthaft Wölfe drin, oder was? NPCs oder von einem Spieler? Also ich weiß nicht, wie weit das Spiel geht, ne? Okay, cool. Quälen wir schon mal. Wölfe. Habe natürlich noch eine andere Gefahren außer Zombies und Spieler. Es gibt nämlich auch Tiere in Apokalypse, ja? Darf man nicht vergessen. Es gibt auch Tiere. Also irgendwie wird es immer düsterer. Oh. Sie jagen mich wahrscheinlich. Oh mein Gott, dammit. Was geht denn da drin vor sich? Hallo Hundis. Eieiei. Ja, gehen wir lieber weiter über die Brücke. Kommt hier eine Brücke überhaupt? Brightwood, Brightmoor? Nein, kommt eigentlich keine Brücke. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich gehe trotzdem mal über die Brücke. Mal gucken, was wir sehen. Wahrscheinlich nichts. Oder vielleicht Spieler. Auch nicht. Okay. Ja, keine Ahnung, Leute. Obwohl, da kommt ein Dorf. Mal gucken, was das ist hier. Da kommt irgendwas, ne? Es kommt auf uns zu, Leute. Oh, wow. Jetzt wird's eskalieren, Leute. Jetzt wird's eskalieren. Willkommen to Brightmoor. Wir haben's geschafft, Leute. Wir sind in Brightmoor angelangt. Und jetzt gucken wir mal, was diese Stadt für uns zu bieten hat hier natürlich mit freundlichen Spielern hoffentlich. Wo man gemeinsam einfach überleben kann. Alter, was war das denn für eine... Oh mein Gott, ey. Ich dachte schon, so ein Riesenknüppel wieder. Scheint aber auch sehr verlassen zu sein hier wieder, ne? Ja. Der ist zum Glück nicht so schnell, ne? Okay. Mal gucken. Nee.
Hallo Leute, was geht? Alles frisch bei euch, ja? Kann ich mich zu euch gesellen hier? Ja? Ja, wahrscheinlich nicht, oder was? Ja, das ist ja echt mager. Mensch, die haben wohl alle Magerquark gegessen. Versteht ihr, mager? Ach du Scheiße, war schlecht. Ja, okay, ich lass lieber. So, oh. Das ist ein Feuer. Feuer ist immer gut, oder? Ist das einfach random Feuer oder kann man das anzünden? Weiß ehrlich gesagt auch wieder nicht. Ich weiß sehr wenig von dem Spiel. Vielleicht merkt man das. War das ein Heli gerade? War das so. War das jetzt gerade echt ein Heli? Nee, oder? Doch, das ist ein Heli, Mann. Okay. Ich steig mal vom Pferd ab. Und guck mal, was es da zu finden gibt. Ein Heli-Crash. Dann sind wir eigentlich vermutlich da unten. Ne, wir sind in Brightmoor, hat er doch gesagt. Ah, ich check die Map nicht, ey. Ich check die Map halt hart nicht. Ja, nee, hier scheint es aber nichts. Oh doch, warte mal, hier sind Militärzelte. Oh. Gibt's hier Waffen für uns, Herrschaften? Angetreten. Angetreten. Scheint aber nichts zu geben, Leute. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall lieber miscreated. Vielleicht gehen wir noch zum Airfield oder so. Und vielleicht habe ich bis dahin auch ein bisschen Mitspieler gefunden. Ein paar. Ja, gut, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Miscreated. Lasst doch eine Bewertung da und kommentiert fleißig. Ich sage bis zum nächsten Mal und haut rein, euer Luzi. Yeah!